Was war das denn? Ich habe die Aufnahme gewechselt. Ich meinte eigentlich eher diese merkwürdigen fliegenden Fledermäuse oder so. Die erste, die man hatte an der Kasse hier. Krass, wie sind die Wände teilweise? Ja. Voll die krasse Magie und so, ne? Ein Geist. Xena spürt, dass das Banner von Kel'mevor die Tyrann. Die Tyana auf Abstand hält. Das spüre ich? Cool. Okay. Xerxes bietet das Ding an. Warte mal, ich kann das Skelett untersuchen. Warte mal, Jungs. Ihr vernehmt ein gesolztes Flüstern in eurem Kopf. Tod, ermordet von Carlos Tam. Ich eilte herbei, um im Namen Kel'mevors eine Invasion aus Tay abzuwenden und wurde kaltblütig ermordet. Ihr müsst sie aufhalten. Macht den geheimen Durchgang in den Kammern des Illusionisten ausfindig, um den Treiben von Carlos Tam Einhalt zu gebieten und dem Leben von Traven Black Entdecker ein Ende zu setzen. Ihr seid verletzt. Das schreit geradezu nach Heilpack. Ja, ich werde jetzt die Schatztruhe des Händlerprinzen öffnen. So, ich bin nicht mehr verletzt. Hä, jetzt kann ich das Ding auch untersuchen? Vielleicht weiß ich, wo das gesucht hat. Ding! Fallen! Ding! Bin genau daneben gewesen und du voll in durchgefallen. Ding! Hier sind noch mehr Fallen. Ich weiß nicht, wo die Auslösedinger sind. Das werdet ihr schon rausfinden. Befürchte ich auch. Hier bleibe ich erstmal einfach nur stehen. Bin da gerade. Au, danke, Marc. Bitteschön. Ding. Hab ich schon wieder gehört. Oh, was ist das denn? Da glitzert was? Eine Falle. Arcana. Eine glitzernde Falle, das wäre gemein. Alle Spieler so, boah, da gibt's irgendwie Loot und so und dann, bam, voll in die Fresse. So, die Spinnen sind weg. Spinnen? Ja, waren gerade Spinnen. Du hast Angst vor Spinnen? Nee, warte mal, irgendeiner ist. Warte mal. Mario, ich kann nicht heilen. Die großen Spinnen hier, ja. So. Xerxes macht mit. Ich glaube gar nicht so verkehrt, dass ich den anderen Xanos in. Boah! Alter! Ist er böse? Jetzt machen wir mal die Heilpacks aus. Ich glaube, ich muss. Jetzt tatsächlich mal anfangen drauf zu achten, wo ich hinlatsche. Wieso? Müsst ihr euch eigentlich immer so oft heilen? Ich heile mich praktisch gar nicht. Ja, läufst du permanent. Marc, du bist zu weit weg, ich kann dich nicht mehr heilen. Nee, war. Komm mal her. Du brauchst keine Angst haben vor Xerxes. Guck mal, der rennt dir ja schon hinterher, er will dich heilen. Ich öffne hier die ganzen Schatztruhen, während ihr vorher stürmt oder so. Nee, Schatztruhen, nicht, wir warten. Wo sind hier Schatztruhen? Ach, da. Wir können sowieso nichts. Ich mach mal lieber 4 an, da leuchtet was. Hey, da sind Schuhe drin, die man vielleicht benutzen kann. Ich kann mal ein Bild machen. Nicht bei voller Gesundheit und auch nicht im PvP verwendbar. Achso, Achtung, hier sind wieder Fallen. Sieht man unten noch den kleinen Stein. Jo, ausgelöst. Ah, Carlos Tam. Töten hier, ne? Typus Weltboss. Schwierigkeitsgrad schwer. Sucht überall, ihr Schwachköpfe. Draven will. Jeden verflixten Wertgegenstand, den wir finden können. Ausbildung abgeschlossen, euer Gefährt ist erst Rang 14.
Alter, wie das mal eine Skelette weggepokt hab. Das war ich. Ja, das war ich. Nee, das war ich. Nee, das war ich. Ich hab den hier gemacht. So, ich weiß nicht, ob mein Attacke gerade welche wegschneidet. Die können sich doch nicht verwenden. Alter, das ist total fies. Der kann einen stunnen, dann jagt er da teilweise noch mal. Naja, gleich stunnt er, gleich stunnt er nichts mehr. Wenn er seinen Felder macht, muss man schon weg. So, er ist weg. Oh, ist das was Blaues? Tatsache. Ja, wieso hab ich das überhaupt nicht überhaupt einfach so bekommen? Oh, ist sogar richtig geil. Ich hab auch einfach so ein Blaues bekommen, ohne Abstimmung. Ich hab nichts bekommen. Und sind hier irgendwelche interessanten Sachen? Weiß ich noch nicht, ich kämpfe noch gerade gegen Kehlenschlitzer. Da ist einer! Ja, hier ist ein Hebel. Was bringt das jetzt hier, diesen Hebel zu betätigen? Und die Tür auf. Da ist eine Tür drin. Ach nee. Aber hier waren wir schon. Hä? Achso, dann ist das einfach nur das, der schnellere Weg quasi wieder zurück. Achso, falls einer gestorben ist, kann man dem dadurch den Weg ersparen. Naja. Wie schön der Musik, der Ton ganz weg ist auf einmal. Zur unteren Ebene abgeschlossen. Ich hoffe, eure nächste Wunde wird die letzte sein. Xerxes sagt übrigens, er hofft, eure nächste Wunde wird die letzte sein. Er ist es offenbar leid, euch zu heilen. Also verletzt euch nicht. Ja, ist ja gut. Ihr kriegt alle einen Keks. Echt? Okay, dann nicht mehr ein. Ah. So, das ist jetzt selber schuld. Das hört sich aber eher nach Chips an, als nach Gegen. Habt ihr das sonst mal noch gehört? Ja. Bei mir nicht so. Das hört sich eher nach Chips an, als nach Gegen. Bei mir gibt's extrem lauten In-Game-Sound. Das ist ein sehr dünner Keks, also. Eigentlich. Ein Sakrileg, ne? Kein richtiger Keks, aber auch kein Chips. Kannst du es wagen? Die standen ja perfekt neben mir. Brauch nur noch Q drücken. Irgendwie gefallen mir die großen Keime. Mir auch nicht. Man weiß nie, wo man da hingucken soll, und wenn das dann alles so Blüte ist, dann rennt man noch garantiert um irgendwelche Keime. Hier sind auch Keime, weil es Keime los sind. Ja, dafür sind sie voller Gegner. Alter. 3000. Da ist noch ein Hebel. Ja, ich hab zwei im Raum. Ich will ein Level up, ich will mehr Schaden machen. Andere Hebel hat noch nichts gebracht. Ja, da waren zwei Tore. Dadurch hat man dann
den Weg freigemacht. Ich sag nicht, das ist der Traven Black Entdecker da hinten. Nee, das ist was anderes. Machen wir eine Taktik oder greifen wir einfach alles sinnlos an? Okay, sie greifen uns an. Dann liegen wir los. Ich hab noch Ulti. Schreit doch nach Ulti. Egal, das hat er. Drei Champions auf einmal ist ein bisschen hart, oder? No, das ist gut. Denn 5. Jetzt haben wir einen schon mal getötet. Und der Trueblood hier ist auch gleich tot. Ja. Ah, oh, der auch nicht. Aber ich nehme mich gerade. Ganz verdammt, das aber. Das ist immer eine. Welt. Oh, war gerade voll taub. Ich frag mich nicht so, ob das ein großes Feld war, ob das eine Heilung ist oder ob das irgendwas Böses ist. Also ich kümmere mich gerade um Margold. Das ist nämlich hier anscheinend der Supporter aus der Welt. Also wenn das Rot auf dem Boden ist, dann ist das meistens was Schlechtes. Also eigentlich habe ich bis jetzt nur was Schlechtes damit. Ja, aber ob das die Gegner quasi heilt, was ja auch schlecht ist, oder ob das... Nee, also nur was, also direkt Schaden, aber es kann ja aber auch trotzdem dem Gegner dann auch noch Leben geben. Aber es ist auf jeden Fall primär Schaden. Das war cool, das hat Spaß gemacht. Mehr davon. Vor allem hat das... Ja, soll ich sie wieder auferstehen lassen? Ja, mach mal bitte. Die haben gar keine Erfahrung gegeben, sehe ich gerade. Nee, ist bei euch der Boden hier auch schwarz? Ist ja irgendwie komisch aus, wenn der Sand so hell ist. Warte mal. Boah, das ist ja sehr unnatürliche Dunkelheit hier. Ja, das ist ja wie diese Farbe Wanderblank. Ich zitiere jetzt Amnesia The Dark Descent. Die Dunkelheit in diesem Raum ist merkwürdig und unnatürlich. Ja. Da hat jemand wohl die Lichtpoints nicht so richtig gesetzt. And it burns, burns, burns. The holy damage. The holy damage. Spinny. Ah, hier ist der andere hier. Komm da hinten auch nochmal zu mir, danke. So, jetzt seid ihr beide drin. Hä? Soll ich in der Spinne irgendwie? Ja, können sie. Ich hab nur gesehen, dass das Ding da permanent irgendwie durch die Gegend geflimmert ist und dann bin ich so sicher, ob das so soll. Hier oben ist eine Truhe. Hier oben ist eine Truhe. Ach Mann. Tragbarer Altar, das passt ganz gut. Ein Unidiv-Fee, achso. Ich muss wieder beten. Ich auch. Ich nicht. Könnt ihr eigentlich meine Truhe, meinen Altar mitnutzen, oder? Was machst du denn für Geräusche? Das sind meine Flüche. Eigentlich dürften wir das auch nutzen können, ja? Ach ja. Neue Kräfte. Xena spürt, dass der dunkle Altar eine ergreifbares böse Ausstrahlung hat. Da ist ein... Oh. Upsi. Oh, ich habe ein Portal geöffnet. Zum Mond. Heilige Scheiße, warte mal, lass mal, nicht reingehen, nicht reingehen. Noch nicht, bitte nicht. Ich muss Bild machen. Aber was für ein Bild? Genau, stellt euch. Ja, genau. Alle mal weg, so. Genau, so. Geiles Bild, sehr geiles Bild. Jetzt kannst du weitergehen. Aha. Ich bin durchgesprungen. Ich find's cool, dass ich als Kleriker hier Special Effects hab.
Also, dass nur ich Sachen spüre, ihr nicht. Oder, ne, taucht auch nicht bei euch auf, ne? Bei euch taucht auf, dass ich das spüre, ne? Ne, gar nichts. Gar nichts. Ja. Ich weiß nicht mal, wo das, also wo bitte nicht das gehen, bitte. Nee, das tut weh. Ich glaube nicht, dass ihr vorgehen wollt. Oh. Möchte jemand? Okay, dann rede ich hier damit. Ja, er hat immer so hier so. Verdammt. An gewissen Punkten. So, Situationen, wo er irgendwas auf dem Boden sieht. Als er die andere angesprochen hatte, da die. Was er gelesen hat, da war ja so ein Geist in der Ecke, mit dem er was anfangen konnte. Hm, das ja. War auch ich. Ja, das meine ich ja gerade. Und wo du das gerade von eben her hast, wahrscheinlich vor dem Tor da oder so, ne? Vor dem Tor, da war ein fliegender Totenschädel. Ja. Ah, hier ist das. Ne, doch. Was ist hier? Aber ich kann es doch nicht drücken, weil es immer noch nicht ganz abgelaufen ist. Hier ist noch ein Trafalgar-Tatum. Hier ist nichts, Sonne. Noch 2 Minuten 30 für den. Huch. Warum laufen die einfach hier so lang, als ob die einfach nur spazieren gehen? Weil sie einfach nur spazieren gehen. Und wir bringen sie um. Das sind ganz viele Menschen. Ja. Ein Glück, dass sie schon tot sind. Ey, ich hab Level up. Bitte warten. Jetzt wird gelevelt. Ich will mehr Schaden machen. Hä? Leuchtet bei euch auch noch das Portal durch die Wand durch? Nein, ich muss leveln. Will ich nochmal durchgehen? Hä? Achso, okay. Was könnte man nehmen hier? Mehr Schaden wäre cool. Ja. Das kann ich ja nicht nehmen hier. Da habe ich ja schon was. Ich könnte überwältigendes Licht machen. Das ist auch nochmal ein Schadenszauber. Ich glaube, das mache ich mal. Dann ersetze ich mal den Ketten, obwohl, ne, dann setze ich mal die Mitte. Ihr macht wieder Sachen da unten. Ihr seid gleich beim nächsten Boss, wenn es so weitergeht. Quatsch. Achso, Talente. Ganz wichtig. Wenn ihr verdünnen heilt, besteht eine Chance, dass ihr gleichzeitig einen fortwährenden Schaden zur Wirkung von ihm entfernt. Wenn ihr einen Schaden verursacht, dann besteht die Chance, dass eure Rüstungsdurchdringung für eine Sekunde erhöht wird. Ihr erhaltet mehr göttliche Kraft. Rüstungsdurchdringung, immer Rüstungsdurchdringung. Alter. Alles, ne, ich bin nicht alter. Alles auf Rüstungsdurchdringung. Also, hast du schon mal dich da gesucht? Ich kämpfe gerade gegen 2 Kolosse gleichzeitig. Ja, das ist doch deine Schuld. Warum machst du das auch? Weil das ist irgendwie frustrierend. Also die machen bei mir nicht wirklich Schaden, aber Alter, hab ich gerade den weggemacht. Als war gerade irgendwie so ein Ding von, wir hauen beide auf uns gegenseitig ein und nichts passiert. Was tut er denn jetzt? Schade. Cool, ein Schaden der 1000 Einschaden. Ein Schaden der 1000 Einschaden. 1001 Schaden. Das ist nicht schlecht. So, uno momento, ich mache einen Folgencut.